Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Heute basteln wir endlich die versprochenen Osterkarten. Ich habe hier angefangen mit Ovalstanzen von Nelly Snellen. Eigentlich sind sie dafür vorgesehen, dass man Stanzelemente in die Schlitze reinsetzt. Ich habe tatsächlich die Absicht gehabt, das am Anfang auch auszuprobieren. Ich habe die Stanzschablonen zusammengeklebt, dass sie halt auch beim Kurbeln jedes Mal denselben Rahmen bilden und habe einfach erstmal drauf losgekurbelt und mich dann quasi beim Prozess entschieden, es wird tatsächlich nicht nur eine Karte, sondern drei. Ich verwende hier Aquarellpapierreste vom Action, das ist das weiße Aquarellpapier. Es gab mal eine Zeit lang, da hatte das Papier so einen leichten rosa Lila-Stich. Auch das hier wird tatsächlich bei mir benutzt. Da sind dann quasi die unteren Schichten, die man nicht direkt sieht. Und ja, ich habe, wie ihr seht, einige kleinere Stücke. Die Stanz- und Prägemaschine ist vom Action. Das waren so die letzten Prozesse, bevor ich sie quasi geschrottet habe. Ja, ich habe hier auch Verpackungsmaterial. Das war, glaube ich, von einem Stempelset. Ich schneide mir das Ganze noch zurecht, damit das natürlich auf meine Platte drauf passt. Ihr könnt ja nichts Breiteres durch eure Maschine kurbeln, als das, was eure Platten hergeben. Das ist Verpackungsmaterial, Pappe, also etwas stärker. Ich gucke, ob ich noch einen zweiten Rahmen drauf bekomme. Leider nicht. Also suche ich nach einem weiteren Stück Papier. Hier ist mein Hebelschneider, der kleinere, auch ganz praktisch. Und kurbeln, bis man sozusagen genug von diesen Rahmen zusammen hat. Ich habe schon von vornherein gedacht, dass sie halt zusammengeklebt werden und etwas höher, also so eine Art Pappe oder Papprahmen ergeben. Hier seht ihr Kartenrohlinge in A6 in Craft. Auch diese habe ich beim Action gekauft. Ich habe mir drei Kartenrohlinge schon mal rausgenommen. Messe sie nochmal nach, weil bei der Produktion kann es auch durchaus mal passieren, dass dann so ein Millimeter Verschnitt ist. Und ich notiere mir das halt lieber, um dann später zu wissen, wie viel meine Mattung haben muss, mein Aufleger. Es ist interessant, so zu verfolgen. Ich meine, ich lasse die Kamera beim Basteln einfach mitlaufen. Da seht ihr, wie lange es manchmal dauert, bis man irgendwas sich rausgesucht hat, was man braucht. Ich vermute mal, das ist etwas stärkeres weißes Papier. Das müsste 100 Gramm Druckerpapier sein, das ich halt für Mattungen verwende, für Kartenaufleger und ähnliches. Jetzt schneide ich halt alles in dreifachen Schritten. Das heißt, ich habe dann für alle drei Karten die passende Mattung. Und ich meine, wenn ich das richtig sehe, ich glaube, ich habe den falschen Zettel. Egal. Ich habe auch meine Designpapierreste mir rausgeholt und habe geguckt, welche Stücke denn sich als Aufleger eignen. Was kann ich verwenden, ohne jetzt einen neuen Bogen anzuschneiden? Habe mich dann im Großen und Ganzen entschieden, rustikal zu bleiben. Das heißt, in Craft-Weiß-Grau-Stufen zu bleiben. Ich neige eigentlich dazu, eher pastellige Farben oder helle Farben zu Ostern zu verwenden. Und irgendwie hatte ich jetzt dieses Jahr mit neutralen Farben angefangen und sehr viel mit Weiß, Creme und Graustufen gearbeitet. Und da setze ich halt irgendwie auch fort. Hier seht ihr, das probiere ich aus, mein Kartenrolling, mein Aufleger, meine Mattung und jetzt den Rahmen obendrauf. Wie ihr seht, mache ich drei Schichten schon mal übereinander und gucke, wie das sich vom Verhältnis her auf der Karte ergibt, wie viel Platz ich dann insgesamt habe.
Ich habe mir einen alten Stanzer rausgekramt, der so kleine Häschen stanzt. Und wie ihr seht, kommt wieder jede Menge an Papierresten zum Vorschein. Da reichen wirklich ganz, ganz kleine Papierstücke. Deswegen habe ich dann einfach dann geguckt. Ich wollte erst ursprünglich durch den Schlitz die Häschen sozusagen durchspringen lassen. Hab das ausprobiert. Es funktioniert ja im Grunde. Es ist ja auch so gesehen, die Stanzschablone damals so vorgesehen, dass man das so macht. Es gibt auch spezielle Handstanzer dafür. Ich fand das halt irgendwie interessant, aber es hat mir nicht gefallen. Ich habe dann ausgerechnet, wie viele Häschen ich brauche, um alle Schlitze zu verdecken, und habe dann angefangen, drauf loszustanzen. Je stärker das Papier ist, desto schwerer geht es auch durch den Handstanzer. Also da tut ihr euch selber einen Gefallen, wenn ihr euch für Designpapier entscheidet, was dünn ist. Ich habe einfach, weil ich einfach stur bin manchmal, so lange mich mit diesen kleinen Elementen gequält, bis ich genug Häschen hatte für alle drei Rahmen. Also Gewalt hilft manchmal schon. Aber wie gesagt, meine Hände taten danach auch wirklich weh. Und ja, würde ich das Ganze nochmal machen, denke ich mal, ich habe daraus gelernt. Ich würde tatsächlich auch bei den Papierresten erstmal schauen, dass ich dünneres Papier mir aussuche und kein so starkes, dass ich mich da selber quäle. Um in die Mitte dran zu kommen, müsst ihr natürlich den Überschuss einmal wegschneiden. Der Handstanzer hat ja nicht viel Fläche, wo ihr euer Papier reinschieben könnt. Und da müsst ihr euch halt ein bisschen behelfen. Eine Schere ist natürlich total einfach. Einfach das wegschneiden, was ihr schon gestanzt habt. Und dann könnt ihr drauf losstanzen, weitermachen. Ja, das ist so bei mir der normale Vorgang. Das Papier wird tatsächlich bis zum letzten, ich sag mal, letzten 5 Quadratmillimeter aufbenutzt, aufgebraucht, und ja, das, was danach überbleibt, landet bei mir in der Papiertonne. Wie ihr seht, das war mal eine Box, die ich wahrscheinlich geschenkt bekommen habe oder selber gebastelt habe, und ja, auch das wird dann tatsächlich auseinandergenommen, landet in meiner Papierreste Tasche, und wie ihr seht, es eignet sich immer noch, um irgendwas draus zu machen. Ich amüsiere mich schon über mich selber manchmal, aber ja. Es ist ja nicht so, dass man nicht genug Papier zu Hause hätte. Das müsste eigentlich alles nicht notwendig sein, aber ja, das macht mich halt auch aus. Ich bin eine Schnipseltante, ich benutze halt wirklich alles. Auch manche Sachen, die bei vielen tatsächlich im Müll landen, Verpackungsmaterial und ähnliches, kommen bei mir zum Basteln. So, dann hier die endgültige Variante. Ich klebe mit Tiki-Glue, das kennt ihr ja schon vom Action, erstmal die Rahmen zusammen. Ich habe den Tiki-Glue in eine kleine Flasche umgefüllt. Das macht das Ganze für mich einfacher zu dosieren. Klebe dann die Rahmen übereinander. Ich habe mich entschieden, tatsächlich die, ich sag mal, etwas abgetönte Aquarellpapier vom Action, also dieses lila Stichige, ganz oben zu lassen. Es fällt im Gesamtbild nicht auf. Es ist ja eigentlich ein Weiß. Es hat nur eine leichte Färbung. Dadurch aber, dass mir jetzt noch die Häschen in Braun drüber kleben, gibt das Ganze irgendwie ein bisschen Kontrast, und dann wirkt es weißer, als es eigentlich ist. So, dann hole ich euch noch ein bisschen näher ran. Hier habe ich ein Stück Vellum, da reiße ich mir ein Stück davon ab, um quasi diesen Rahmen ein bisschen zu füllen. Schneide über, was übersteht. Das möchte ich natürlich nicht, dass es ra rausschaut. Ich ne nutze da gerne. Ja, ich komme auf das Wort gerade nicht drauf. Klebeband, und das schneide ich mir in kleinere Stücke, dass ich dann halt auch nicht über den Rahmen hinausklebe und ihr davon halt auch nichts sehen könnt.
Da der Rahmen später auf der Karte aufgeklebt wird, ist es auch gar nicht so schlimm, was und wie die Rückseite aussieht. Ich habe anscheinend übersehen, dass meine Kamera wieder ausgegangen ist, habe hier noch ein Stück Pappe zurechtgerissen und klebe das auch wieder mit transparentem Klebeband einfach versetzt unter dem Transparentpapier. Und wie gesagt, farblich halte ich mich da so ein bisschen auf die Naturfarben, deswegen ist es auch eher so ein Braunton. Auch wenn das jetzt durch das Transparentpapier nicht mehr wirklich zu erkennen ist. Ein bisschen könnt ihr so unten rausschauen sehen. Jetzt kommt quasi die Fleißarbeit. Jetzt müssen alle Häschen mit Kleber versehen und einmal um den Rahmen herumgeklebt werden. Und das ergibt halt so ein bisschen was, ich sag mal, Ungewöhnliches. Man könnte natürlich das Ganze auch Ton in Ton halten. Ich glaube, auf einem Exemplar mache ich das tatsächlich auch. Das ist bei mir halt so die übliche Vorgehensweise. Auch wenn ich, wie jetzt, 3 Karten auf einmal mache, ändere ich irgendwas. Ich ändere das Designpapier, ich ändere die Farbe des Papiers, was ich verwende. Oder hier, wie gesagt, ich habe 2 Karten mit diesen braunen Häschen. Das ist übrigens auch eins von den Craft-Papier-Serien vom Action. Die gab es mal mit schwarzem Druck, mit foliertem Druck. Und die benutze ich halt auch gerne. Und deswegen habe ich auch Reste davon. Ich meine, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, aber wie gesagt, den Zettel habe ich jetzt nicht zur Hand. Ich habe, meine ich, 14 Häschen gestanzt und geklebt. Ich meine, ich könnte ja gleich nachzählen, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber ja, auf jeden Fall habe ich einfach drumherum geklebt. Natürlich, wenn ihr diese Stanzen nicht zur Hand habt, könnt ihr jede andere Art von Rahmen verwenden oder, wie ich benutzt habe, 2 aufeinander folgende Ovale, Kreise, Quadrate, was auch immer, und klebt sie zusammen und dann ergibt sich dann auch ein Rahmen. Von Nellies Nellen habe ich dieses süße Pärchen, die habe ich letztes Jahr gekauft und ich verwende wie immer meine Stempelhilfe und Gerstecker Aquarellpapier Nummer 3, das ist halt mein Lieblingspapier und davon habe ich ganz, ganz viele Reste, weil ich das tatsächlich schon seit, ich will nicht lügen, aber seit 13 Jahren wahrscheinlich schon benutze und ja, da ich viel mit Aquarelltechnik arbeite, ja, kommt halt einiges an Schwund, beziehungsweise ich habe auch früher Boxen damit gebastelt und da hat man halt jede Menge Verschnitt gehabt. Und ich schmeiß das nicht weg, weil das ist tatsächlich mein Lieblingspapier. Ich habe das mit iCarvel Ink Vintage Photo gestempelt. Drehe mir das Ganze so ein bisschen zurecht, dass ich dann noch ein zweites Pärchen aufstempeln kann. Wieder mit dem Stempelkissen benetzen. Drücken. Ich habe hier so eine Hilfe von meiner Freundin bekommen. Das ist so ein Gleiter. Und damit kann ich ein bisschen den Druck gleichmäßig verteilen, das funktioniert ganz gut. Ich habe mich entschieden, das sauber zu machen, obwohl, ja, wie gesagt, ich wusste, dass ich ja 3 Karten mache, aber irgendwie vermute ich mal, dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, es wären nur 2 und ja, das Endergebnis ist aber anders. Ist aber auch halb so schlimm. Ich habe mal wieder mit meinen Distress Reinkern koloriert. Das heißt, da sind die Auffüllfarben für die Stempelkissen von der Standard Distress Dye Ink Serie. Das heißt, tuschefarbene Stempelkissen. Und ja, ich benutze halt gerne meinen Wassertankpinsel. Habe mit dem Rosaton angefangen. Habe die Öhrchen ein bisschen, ich sag mal, lackiert. Weil das ist jetzt keine besonders aufwendige Koloration. Ich habe tatsächlich nur ein bisschen Farbe verteilt. Dadurch, dass die Stempel eher als, ich würde sagen, filigrane Stempel durchgehen und auch sehr viel von einer, sag mal, Fellmaserung schon drin haben, finde ich, die wirken schon total realistisch dadurch. Und da braucht man halt nur so ein bisschen Kontrast, ein bisschen Farbe. Hab dann zum Gesamtkonzept passend die Häschen halt braun gehalten. Ich hätte auch mit Grau stempeln können und die auch grau färben können. Es
hat jetzt halt zu den gestanzten Häschen ganz gut gepasst und deswegen sind die braun geworden. Wie ihr seht, springe ich von einem zum nächsten. Aquarellpapier kann viel Wasser aufnehmen. Es dauert halt auch ein bisschen, bis es trocken ist. Nicht lange, aber so kann ich besser schichten, indem ich halt wirklich nicht immer auf einer Fläche bleibe, sondern halt von einem Motiv zum nächsten springe. Und ich kann dann Schicht für Schicht das Ganze dunkler machen. Hier seht ihr, ich gehe nach rechts zu meinem Acrylblock und da habe ich schwarz oder dunkelbraun. Ich kann das jetzt leider im Video nicht so gut erkennen, weil bei mir das Bild sehr klein ist. Es wird aber vermutlich eins der beiden gewesen sein. Oder auch die Kombination aus beidem, das kann auch sein. Und man kann das halt so lange fortsetzen, bis man zufrieden ist. Ich habe, wie gesagt, nicht viel Farbe dieses Mal benutzt. Das war einfach nicht nötig. Wenn ihr offene Flächen habt, wo ihr viel Farbe auftragen müsst, um überhaupt eine gewisse Struktur zu erreichen, ist das eine andere Arbeitsweise als jetzt bei den Motiven. Das müsste jetzt tatsächlich schwarz sein. Also es wirkt zumindest sehr schwarz auf dem Bild. Ich benutze die Acrylblöcke tatsächlich auch weiter. Das heißt, ich wische sie nicht sauber, nachdem ich fertig bin. Die Distressfarben oder Tuschefarben haben halt Bestand oder beziehungsweise Elemente mit drin, die trocknen nicht aus, beziehungsweise man kann die mit Wasser reaktivieren. Das heißt, sie bewegen sich dann auch wieder. Es ist eine absolute Verschwendung, die jetzt einfach mit einem Lappen oder so abzuwischen, weil, wie ihr seht, ihr könnt das bis zum letzten Tropfen oder bis zum letzten bisschen weiterverwenden. Hier färbe ich noch ein bisschen die Äuglein schwarz und die Näschen. Dadurch, dass ich braun gestempelt habe, könnt ihr halt mit dem Schwarz noch viel erreichen und rausbekommen. Ja, wie ihr seht, habe ich dann außerhalb des Videos dann auch die Häschen schon mal ausgeschnitten. Ich habe ein bisschen Rand gelassen. Ich habe mich entschieden, eins von den Auflegern als eine Art Rahmen zu nutzen. Habe dieselben Stanzschablonen genommen, die ich dann verwendet habe, um die Rahmen zu stanzen, und zeichne mir mit dem Bleistift das Äußere und das Innere. Das heißt, nein, sogar zwei Kartenaufleger. Ich habe ja eine Karte schon verschenkt, deswegen habe ich sie nicht mehr hier, aber die zweite, ja genau. Und um das Ganze ausschneiden zu können, weil es ist jetzt auch eine Arbeit von Hand, habe ich denn meine Zange von Cropidile genommen, habe einen kleinen Kreis reingestanzt und so kann ich mit der Schere da reingehen und mir das Oval, das innere Oval, ausschneiden. Ihr müsst einfach der Linie folgen und wie ich das auch glaube ich, oft genug erzähle, ist es leichter, das Papier zu drehen als eure Schere. Ihr erleichtert euch damit die Arbeit. Hier probiere ich, wie das Ganze dann halt am Ende wirkt. Hier ist das Oval schon viel, viel größer. Das heißt, es wird eine Art Lücke entstehen zwischen diesem Außenrahmen aus dem Designpapier, was sich dann am Ende ergibt, und dem Ovalrahmen. Ich habe meine Videos übrigens in dreifacher Geschwindigkeit diesmal laufen lassen. Das heißt, allein das Videomaterial sind über 3 Stunden gewesen. Ich habe das quasi schon beschleunigt, damit ihr euch das Ganze in einer vernünftigen Geschwindigkeit angucken könnt und euch nicht langweilt. Aber leider ist das Video trotzdem wieder sehr lang geworden, fast 1 Stunde. Vielleicht könnt ihr das verteilt über mehrere Tage gucken oder so, wie ihr Zeit habt. Also das mache ich ja genauso. Mit dem Distress-Stempelkissen und einem Fingertupfer habe ich dann das Ganze eingefärbt am Rahmen entlang, also Außenkante, Innenkante. Ich mag halt diese weißen geschnittenen Papierschichten nicht und das kann man halt durch das Einfärben mit dem Vintage-Foto, das gibt so ein bisschen Braun,
Ich weiß nicht, es wirkt für mich einfach interessanter, harmonischer und schöner und es bietet dann hinterher auch den Kontrast zu der Mattung, weil die Mattung ist ja weiß und das geht dann halt nicht so unter, das hebt sich so ein bisschen ab. Und natürlich drei Kartenrohlinge, drei Aufleger, drei Designpapierstücke. Ich habe mich entschieden, bei dem kleineren Rahmen den Hintergrund so ein bisschen bläulich einzufärben, habe meinen Pinsel rausgeholt und das, was auf dem Pinsel noch drauf war, habe ich schon mal aufs Papier gebracht. Habe mir dann eins von den Distress Inks, konnte gerade die Farbe nicht lesen, habe mir das Blau genommen, das müsste ein helleres Blau sein, eine Wolkenschablone, die ist von My Favorite Things. Für Slimline-Karten eigentlich gedacht, aber das heißt ja nicht, dass ihr nur Slimline-Karten damit machen könnt. Ihr schiebt die Schablone weiter nach oben und arbeitet mit der Farbe von der Schablone weg aufs Papier. Und das ergibt schon so ein bisschen Wolkenmuster. Es ist jetzt nicht zu dramatisch, aber wirkt halt interessanter. Mit dem Klebestift klebe ich das Ganze dann zusammen. Und ihr habt ja richtig gesehen, ich habe direkt auf der Mattung die Farbe verteilt. Natürlich musste ich da ein bisschen vorsichtiger sein, dass der Rahmen weiß bleibt, das heißt nicht zu weit nach außen gehen. Eins der Papiere bleibt am Stück, das ist diese Holzmaserung, die fand ich einfach vom Muster her schon so schön und auch rustikal. Das hat mir gut gefallen. Für den größeren bzw. für den Rahmen mit dem größten Ovalausschnitt habe ich mich entschieden, das Ganze mit Transparentpapier zu hinterlegen, um dem Ganzen ein bisschen Interesse zu geben. Habe mir eine Prägefolder genommen, die hat so ein bisschen Leinenstruktur, ist in A6 ungefähr. Und da lege ich einfach mein Transparentpapier rein, gucke, dass ich mein Sandwich zusammenbekomme, weil zum Prägen mit der Prägeschablone habt ihr ein anderes Sandwich, als wenn ihr stanzt. Das heißt zwei dünne Acrylplatten und dazwischen kommt halt dann die Prägeplatte. Nach dem Prägen hat das Transparentpapier ein bisschen Struktur und es wölbt sich. Also es war ein bisschen schwierig damit zu hantieren, aber ja, ich mache das irgendwie trotzdem möglich. Ich habe den Rahmen mit Kleber versehen und klebe dann das Transparentpapier auf diesen Klebeschicht auf der Rückseite quasi. Da, wo ich sehe, dass das nicht ganz gut hält, habe ich dann ein bisschen nachgeholfen. Habe dann jetzt auch das Transparentpapier mit Kleber beschichtet. Wie ihr seht, Transparentpapier ist ein bisschen, also ich sag mal, wachsig. Das hält halt nicht wirklich sehr gut mit Kleber. Ich weiß aber, dass ich später halt mit der Nähmaschine drüber gehe und dann wird das halt durch das Nähen fixiert. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr natürlich mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Nur wichtig, bei Transparentpapier immer da zu kleben, was ihr später nicht seht. Außerhalb der Kamera habe ich schon ein bisschen rumgespielt und mit meinen Alphabetstanzen die Wörter Ostern in drei verschiedenen Schriften gestanzt. Und jetzt ist mehr oder weniger die Endmontage. Wie ihr seht, sind auch die Aufleger schon vernäht. Das heißt, ich habe mit der Nähmaschine das Ganze mit braunem Nähgarn genäht. Ich hatte noch Stanzelemente von meiner letzten, was heißt letzten, aber von der vorletzten TPS-Karte, die ich euch gezeigt habe. Dazu zählen auch zum Beispiel diese Gras-Elemente. Ich klebe sie von hinten fest. Auch den Zaun, da prickel ich gerade die übrig gebliebenen Elemente raus, habe ich zurechtgeschnitten, so dass es halt auch auf meine Karte passt, dass das nicht zu sehr rausschaut. Auch hier wieder das Ganze mit Distress einfärben. Und dann heißt es einfach ausprobieren, wie schichte ich das übereinander, dass halt das Ganze nicht zu überladen wirkt und trotzdem auch auf die Karte passt. Hier verwende ich einfache Pappe. Die habe ich mir, also ich hatte so einen Streifen, habe den geschnitten, sodass das halt hinterm Häschen noch genug Platz hat.
und klebe das Häschen mit Abstand mit dieser Pappe direkt auf den Zaun. Natürlich geht der Kleber ein bisschen durch, aber die Glasplatte ist sehr leicht zu reinigen. Deswegen habe ich das gerade mit einem Tuch alles weggewischt, damit halt nichts dran kleben bleibt. Und jetzt klebe ich den Zaun direkt auf den Rahmen. Die Wörter Ostern, das ist so eine Art ja, Quadrate, die gleichzeitig auch Buchstaben drinne haben. Die habe ich halt etwas versetzt übereinander geklebt. Auch da habe ich zwei Schichten Pappe übereinander geklebt, damit die Buchstaben auch etwas Stabilität und Höhe haben. Die Stanze Schöne habe ich nur einmal tatsächlich ausgekurbelt. Das ist eins von den Stanzelementen von Alexandra Renke. Die habe ich auch letztes Jahr zu Weihnachten oft verwendet. Ich finde diese Schriftart sehr filigran, wunderschön. Ich habe das jetzt halt aus Weiß gestanzt. Und jetzt verteile ich großzügig den Kleber überall, wo man halt dann auch nicht mehr sieht. Und klebe das fertige Ornament quasi auf meinen Kartenaufleger. Damit der Kleber gut setzen kann, beschwere ich das Ganze mit Glasblöcken und schiebe das an die Seite. Da kann man schon auch mit der zweiten Karte weitermachen. Auch da habe ich mich entschieden, ein Häschen zu verwenden. Und das setze ich halt jetzt statt links auf die rechte Seite. Da sind wir wieder beim Abwandeln, sage ich mal. Ich habe viele Ostereier gestanzt, aus weißem Aquarellpapier, meine ich. Und probiere mich halt auch aus. Bevor ich was festklebe, gucke ich, wie das aussieht. Hier habe ich ein Ostern aus filigranen, feinen Linien. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Concord and Ninth. Ich werde, soweit ich alles zusammenbekomme, unten natürlich in die Infobox alle verwendeten Produkte aufschreiben. Um euch das Aufkleben einfacher zu machen, ist es vom Vorteil, die Buchstaben erstmal anzuordnen. Ich benutze einfach die dickere Linie auf meine Glasplatte und richte die Buchstaben schon mal so zurecht, wie ich die ungefähr auf meiner Karte vorstelle. Damit der Abstand so passt, also vor allem, dass die Höhe auch ungefähr gleichmäßig ist, benutze ich hier einfaches Washi-Tape. Klebe das einmal auf meinen Klamotten, damit das halt nicht so stark klebt. Und einmal über die Buchstaben. Und ordne dann halt mein Frohe darüber. Auch das ist wieder einfach gestanzt aus weißem Papier. Das Ostern sind halt wieder Pappbuchstaben mit zwei Schichten. Ich habe nur den oberen Teil mit Kleber versehen, sodass ich das Ganze später ablösen kann. Aber jetzt sind die Buchstaben schon mal quasi verbunden oder das Frohe und die Buchstaben. Jetzt gucke ich, wie ich das Ganze auf meine Karte verteile, dass das halt auch, ich sag mal, ein bisschen zentrierter ist und gut funktioniert. Habe mich dann entschieden, den Rahmen zuerst aufzukleben. Ihr klebt halt, also ich klebe in dem Fall auf Transparentpapier, was auch noch beschichtet ist bzw. Struktur hat und da ist das auch wieder vom Vorteil, Gewichte drauf und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich habe den Kleber jetzt auf die Buchstaben Ostern verteilt, weil das ist ja halt der höhere Teil bzw. das, was dann tatsächlich auf der Karte aufklebt. Gucke, dass das Ganze auch mit dem restlichen Elementen zusammenpasst, dass ich nichts überdecke. Wenn ich mit der Platzierung zufrieden bin, einfach das Ganze festdrücken, wieder Gewichte drauf und dann kann ich mich so lange um die anderen Elemente kümmern. Damit das Osterei, das kleinere Osterei, etwas besser zur Geltung kommt, habe ich auch das mit Vintage-Foto eingefärbt. Das ist ein zweilagiges Stanzelement sozusagen. Ich habe jetzt den unteren, die Fläche selber eingefärbt und jetzt kommt der Rahmen oben drauf.
Natürlich gucken, dass das gut übereinander liegt, dass die Kanten aufeinander sind und falls ihr Kleber irgendwo raussippen habt, das Ganze natürlich entfernen. Ich habe jetzt mit einer Prickelnadel einfach das weggekratzt. Ich gucke ungefähr, wie viel Fläche ich brauche zum Fixieren oder zum Zusammenfügen und benutze halt den Kleber nur da. Hier wieder Pappe zum Erhöhen. Das klebe ich dann hinter das Häschen, um das Ganze ein bisschen ja, höher zu gestalten, so ein bisschen dreidimensional. Ihr könnt natürlich auch Schaumklebeband verwenden oder Schaumklebeband Punkte, Ecken. Es gibt ja inzwischen verschiedene Formen. Ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von. Pappe ist einfach stabiler, es ist fester und wenn einmal der Kleber sitzt, dann sitzt er richtig. Ich habe mich entschieden, auch etwas grün einzuarbeiten. Bei der ersten Karte hatten wir ja Stanzelemente, die Gras darstellten. Um irgendwie das Konzept zu vervollständigen, habe ich einfach hier Garn genommen, das Ganze in Schlaufen gewickelt und setze das unter mein Häschen. Und durch den Kleber und die Pappe wird das Ganze schon fixiert. Da müsst ihr halt keinen Extrakleber verwenden. Das geht einfach. Also der Faden ist ja so fein. Hier habe ich gesehen, dass manche Elemente nicht gut geklebt haben, beziehungsweise da war gar kein Kleber dran und habe das ein bisschen nachjustiert. Habt ihr jetzt ausprobiert, ob das vielleicht links mir besser gefallen würde, aber dadurch, dass das einfach zu voll wirken würde und das Auge folgt halt der Schrift, ist es schöner, wenn das Objekt rechts platziert ist. Wie ihr seht, da ist auch der dritte Rahmen mit weißen Häschen. Ich habe euch davon erzählt, aber jetzt seht ihr es endlich im Bild. Und ich habe hier ein filigranes, beziehungsweise, was heißt filigran? Sind ja Blockbuchstaben, aber die haben so feine Herzchen, die quasi eigentlich rausfallen sollten. Ich habe sie drinnen gelassen, weil mir das einfach besser gefallen hat. Benutze wieder das gleiche Washi-Tape wie vorhin und nach dem Ausrichten der Buchstaben werden sie einfach damit fixiert. Und ich habe mich für die dritte Karte entschieden, beide Häschen als Pärchen zu verwenden. Jetzt macht es auch Sinn, warum ich nur zweimal gestempelt habe. Eine Karte ist mit zwei Häschen und zwei Karten mit einem. Es ist leider alles nur schon eine Weile her. Ja, deswegen habe ich das wohl vergessen. Ich habe hier einige von den gestanzten Ostereier um die Häschen herum bzw. dahinter platziert, um zu gucken, wie viele brauche ich, um das Ganze auszufüllen, dass es halt dann auch nicht zu voll wird, aber auch halt ein bisschen Substanz hat. Verwende halt auch wieder hier Pappe, klebe das Ganze hinter die Häschen. Ich hatte noch ein Stück Zaun über und habe gedacht, ja, das würde vielleicht die beiden auch ein bisschen so verbinden. Hier kommt auch wieder das Nähgarn in Grün zum Einsatz. Ich sage ja Wiederholung, Wiederholung, aber trotzdem abgewandelt, dass ich mich selber beim Basteln nicht langweile, würde ich mal so ausdrücken. Hiervon benutze ich auch wieder transparentes Klebeband, weil das ja so ein bisschen schwierig ist. Aber ich klebe das halt wirklich so, dass man das von vorne überhaupt nicht mehr erkennen kann. Hier die zweite Schlaufe. Auch wieder Tesafilm. Und jetzt färbe ich die Eier an der Kante entlang im unteren Bereich ein bisschen ein. Jetzt heißt es, das Ganze zusammenzukleben und auch da immer mit dem Kleber vorsichtiger umgehen, lieber zu wenig als zu viel. Und zum richtigen Fixieren benutze ich wieder Tesafilm auf der Rückseite. Da fällt es halt einfacher, weil die Fläche größer ist und man sieht es hinterher auch nicht. Habe erstmal die rechte Seite fertig gemacht. Da sind zwei Eier. Jetzt gucke ich, wie viel Platz ich nach links habe. Ich vermute mal, da ist irgendwas dazwischen gekommen. Wieder mit Tesafilm auf der Rückseite festmachen. Und jetzt noch das letzte Ei. Auch nur die Kante, also so ein bisschen quasi mit Kleber versehen. Und den Rest mit Tesafilm auf der Rückseite fixieren.
Ich habe noch eine Schlaufe gewickelt und setze sie noch unten drunter bzw. dazwischen und fixiere wieder mit Tesafilm. Jetzt heißt es natürlich alles zusammensetzen. Ich habe einfach erstmal den Rahmen unten mit Kleber versehen und geguckt, dass ich die Häschen erstmal vernünftig auf die Karte bringe, dass ich dann halt auch nicht zu weit rauslucke. Also ein bisschen ist okay, aber halt nicht zu sehr in eine Richtung. Und jetzt kann ich den Rahmen fixieren bzw. aufkleben. Das heißt, wieder mit Flüssigkleber das Ganze großzügig bedecken. Dann das Ganze wieder beschweren mit Glaselementen und jetzt kann ich auch die Wörter zusammenfügen. Habe mich dann entschieden, erstmal das, ich sag mal, dickere Ostern aufzukleben. Ja, da muss ich leider mit dem Kopf ein bisschen ins Bild. Also dann, ihr müsst ja relativ nah an euer Projekt, um sicherzugehen, dass ihr das gerade klebt. Man hätte natürlich auch hier sich helfen können, indem man ein T-Lineal benutzt. Aber ich dachte, das wird schon funktionieren. Also habe ich drauf verzichtet. Jetzt das Frohe wieder mit Kleber versehen. Und dann gucke ich, wie ich das platziere und wenn ich zufrieden bin, das Ganze andrücken. Gewichte wieder drauf, die Karte an die Seite und jetzt können wir so ziemlich zum Ende kommen. Da war irgendwas noch nicht richtig genau am Kleben. Da kann man natürlich mit dem Kleber immer nachjustieren. Ich hatte noch einige Elemente gestanzt. Ich habe von Joycraft so eine Stanz- und Prägeschablone und die macht so kleine Läbelchen. Und ich fand die total süß und habe dann drauf losgekurbelt aus weißem, aus braunem und auch aus dem Designpapier und ich glaube sogar Transparentpapier. So viele, wie ich gekurbelt habe, habe ich natürlich am Ende nicht benutzt. Das ist ja pro Karte immer nur eins. Aber ich fand das irgendwie ganz niedlich und ja, wenn man schon dabei ist beim Kurbeln, macht man halt ein paar mehr. Und dann kann man das auf den späteren Projekten auch benutzen. Was ich sonst auch immer gerne benutze, sind Schleifenbandreste, dass ihr so eine Schlaufe dann euch an der Seite macht oder kleine Fähnchen. Ich meine sogar, diese Stanzschablone habe ich schon wirklich sehr, sehr lange und die habe ich auch tatsächlich schon mal gekurbelt, aber irgendwie nie benutzt. Da halte ich es gerade ins Bild. Da war anscheinend... Ah nee, genau. Ihr könnt eure Stanz- und Prägeschablonen auch zum Schablonieren benutzen. Das heißt, ihr macht einfach Farbe über die Schablone. Ihr müsst nur das Element wieder reinsetzen. Hier nutze ich meinen Blending Brush und Distress Vintage Photo und habe die geprägten Herzchen noch ein bisschen rausgeholt. Auf dem weißen Papier geht es sonst ein bisschen unter. Ja, und dann habe ich das Ganze wieder auf der Rückseite mit Tesafilm vermute ich mal festgeklebt. Ich habe hier noch einige kleinere Ostereier. Die habe ich aus Transparentpapier Weiß Craft und auch aus Spiegelkarton Silber gestanzt. Ich probiere mich aus, bevor ich die tatsächlich fixiere und festklebe, wie viele wirken schön auf einer Karte, wie viele möchte ich tatsächlich am Ende aufkleben und vor allem welche Farben. Dadurch, dass das Designpapier diese silbernen Elemente hat, zumindest zwei von den Karten haben dieses Designpapier, fand ich, dass dann Ostereier in Silber auch total passend wären. Und ja, dann ist sozusagen diese Serie ein bisschen abgerundet, also aufeinander abgestimmt, wenn man quasi mit den gleichen Farbtönen, mit den gleichen Elementen arbeitet. So, und wenn man zufrieden ist mit der Anzahl und mit der Platzierung, wird das Ganze mit Flüssigkleber wieder angeklebt.
Beim Transparentpapier müsst ihr auch immer aufpassen, nur da Kleber aufsetzen, wo ihr später das nicht mehr seht bzw. verdecken könnt. Hier habe ich es einfach unter das silberne Ei geklebt und auch nur an der Stelle tatsächlich Kleber aufgetragen. Ich habe hier ein kraftfarbenes, kleines oder Mini-Ei sozusagen unter das Häschen rechts gepackt. Bei der Karte mit den zwei Häschen habt ihr natürlich schon ganz viele filigrane Eier hinter dem Pärchen. Deswegen habe ich da jetzt, glaube ich, auch nicht viele Eier ergänzt. Hier ist das Hauptmerkmal auf der rechten unteren Seite, also habe ich dann auch nur ein weiteres Ei sozusagen ergänzt, weil es waren auch schon zwei große drauf und ja, das, es ist nicht viel, aber irgendwie macht das Ganze ein bisschen runder. Ich habe euch auch in einem anderen Video gezeigt, wie ich Knöpfe aus Papier selber stanze und bastle. Und ja, hier messe ich meine Kartenrohlinge noch, beziehungsweise meine Kartenmattungen nochmal nach. Ich möchte das Ganze ja wieder auf meine Kartenrohlinge aufkleben und das mache ich halt mit Pappe. Das heißt, die Pappe hat die Größe des Auflegers. Das könnt ihr dann später nicht mehr sehen, also dass das mit Pappe geklebt ist. Da müsst ihr die Karte wirklich schon seitlich halten und einmal das, also die Mattung so ein bisschen anheben, dass ihr erkennt, dass das mit Pappe geklebt ist. Das geht natürlich auch mit einfach auf den Kartenrohling kleben. Ihr könnt natürlich auch da wieder Abstandsklebeband benutzen. Schaumklebeband nennt sich das auch. Ich schneide das Ganze mit dem Hebelschneider. Wenn das Stück Papier zu groß ist, hole ich auch den großen raus, aber für, ich sag mal, A6-Format ist das eigentlich auch mit dem Kleinen gut zu schaffen. Hier benutze ich doppelseitiges Klebeband. Auch das ist einfaches Klebeband vom Action. Da ich nicht nur mit doppelseitigem Klebeband klebe, sondern das Ganze kombiniert mit Tacky Glue, finde ich, klebt es fester bzw. sicherer. Ich hatte auch schon früher mal das Problem, dass ich Klebeband hatte, was zum Beispiel durchgefärbt hatte. Das war Teppichklebeband, das hat sich mit der Zeit verfärbt und je nachdem, wo drunter ihr das klebt, unter dünnem Papier, seht ihr halt irgendwann, wo der Kleber sitzt. Und hier habt ihr schon zwei Schichten Designpapier und Papiermattung und darunter ist erst die Pappe und das seht ihr dann später nicht. Es kann sich halt auch nicht mit der Zeit lösen, weil manche doppelseitigen Klebebände sind, ich sag mal, von schlechterer Qualität bzw. kleben einfach nicht so fest, wie sie sollten. Und das kann mit der Zeit, je nachdem, wie feucht eure Räume sind oder wie viel Licht da drauf spielt, sage ich mal, kann es den Kleber mit der Zeit lösen. Und ich möchte ja schon, dass meine Karten, wenn die einmal verschenkt sind, tatsächlich auch bei den Beschenkten auch lange stehen bleiben können und sich halt nicht verfärben und sich dann nicht ablösen. Bei den Kartenrohlingen vom Action ist mir aufgefallen, dass die halt von der Produktion immer so kleine Schlaufen an den Kanten haben. Mich stört das persönlich schon, deswegen schneide ich das immer weg. Bei den A6 geht es eigentlich, die sind nicht so schlimm. Bei den größeren Kartenrohlingen ist mir das, sage ich mal, ein dickeres Dorn im Auge. Und ja, aber nichts, was man nicht nachjustieren kann, einfach mit der Schere diese Laschen wegschneiden. Hier habe ich mich entschieden, tatsächlich nur mit Flüssigkleber zu arbeiten. Es ist eigentlich total egal. Ich glaube, es kann auch sein, dass mir der Kleber einfach leer gegangen ist. Genau, das war, glaube ich, auch bei den Karten. Ja, Flüssigkleber funktioniert immer. Ich bin halt, wie gesagt, einfach nur einfach diese Gewohnheit. Erst doppelseitiges Klebeband und dann zur Absicherung das Flüssige. Es funktioniert natürlich nur mit Flüssigem genauso gut. Und ich bin halt kein Fan, der unnötig Geld ausgibt. Wenn ich etwas nicht da habe, versuche ich dann halt zu improvisieren. Und ich wollte halt nicht extra losfahren und Kleber besorgen. Hier zweiter Kartenrohling. Ich gucke, dass sie auch richtig übereinander liegen.
Mit dem Falzbeil präge ich sozusagen auch nochmal die Falzlinie nach, fahre mit der Schere der Karte entlang und schneide mir die überstehenden Pinöppel ab. Und dann wird das Ganze aufgeklebt, Gewichte wieder drauf und dann kann der Kleber setzen. Es braucht nicht lange, aber wenn ihr wie hier zum Beispiel mehrere Karten gleichzeitig macht, bis ihr dann die nächste Karte fertig habt, ist der Kleber auch schon gut gesetzt und dann könnt ihr schon weitermachen. Und das ist auch etwas, ich meine, ich habe die Karten nicht an einem Nachmittag oder an einem Tag oder was auch immer gebastelt. Ich habe tatsächlich den einen Tag zugeschnitten, den zweiten Tag koloriert, den dritten Tag habe ich dann fertig geklebt. Und ich lasse die Kamera halt mitlaufen und kann mir dann hinterher das Ganze zusammenschneiden und euch dann als Video präsentieren. Und da ist es halt für mich einfacher, wenn ich mehrere Karten gleichzeitig mache, einen Schritt nach dem nächsten. Alle drei vorbereiten, alle drei nähen, alle drei kolorieren und so weiter. Kartenrolling Nummer 3. Wieder gucken, dass die Kanten wirklich übereinander liegen, weil das ist leider auch nicht oft der Fall. Dann nachprägen, nachschneiden. Und auch wichtig, immer darauf achten, dass die Karte richtig öffnet, dass ihr die Karte nicht verkehrt rum aufklebt oder euren Aufleger. Auch das passiert ab und an. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch dekorieren. Das sind übrigens die Knöpfe, von denen ich euch vorhin erzählt habe. Ihr findet auf meinem Kanal halt auch das Video dazu. Ich war halt mitten beim Produzieren dieser Karten, als ich die Idee hatte, man könnte ja mit demselben Designpapier, was ich ja schon auf den Karten benutzt habe, auch Knöpfe herstellen. Und ja, dadurch, dass ich mich in, ich sag mal, Naturtönen befinde, kann ich diese fertigen Knöpfe später natürlich auch auf andere Projekte in denselben Farben verwenden oder halt je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, mache ich mir dann komplett ganz neue, weil ich zum Beispiel eine ganz andere Farbthematik habe. Ich habe die Knöpfe erstmal angerichtet, um zu gucken, wie es mir gefällt. Die ganz, ganz feinen, kleinen Knöpfe, die haben ja noch nicht mal wirklich Löcher, die haben nur so eine kleine Prägung drinne. Die habe ich direkt aufgeklebt. Für die größeren habe ich hier Garn verwendet. Das ist Garn von Stamping Up. Das hatte ich in einem Set wohl mit drinne. Das ist relativ dünn. Das eignet sich halt auch hier zum Knoten. Ich finde gerade Knöpfe, die Lochung haben, die brauchen auch ein Garn. Also die sehen für mich sonst nicht fertig aus. Ich bin halt, was das angeht, einfach eigen. Und nachdem ich das Ganze geknotet habe, kann ich den Knopf dann, oder den fertigen Knopf, aufkleben. Das Ganze bisschen positionieren, das so wie ihr es gerne haben wollt, ausrichten und erst dann festdrücken. Ihr braucht auch nicht viel Garn dafür. Ihr seht, ich behelfe mir hier auch ein bisschen mit der Prickelnadel, weil die Löcher sind schon relativ klein und das Garn ist dementsprechend auch fast gleich dick. Knote das Ganze doppelt und dann schneide ich mir die überschüssigen Kanten bzw. Fäden ab. Und auf der Rückseite wird der Kleber aufgetragen und dann wieder dahin platziert, wo ich es gerne haben möchte. Festdrücken. Dann die nächste Karte. Wieder erstmal gucken, welche Knöpfe benutze ich, wie platziere ich die ganzen. Also es muss ja auch zum Farbschema insgesamt passen. Hier habe ich anscheinend mehr Braune verwendet. Habe dann geguckt, wie das zusammenwirkt. Habe dann die Farbe in Weiß geändert. Und das ist ja auch so, spielen, bis man zufrieden ist und erst dann festkleben. Die kleineren auch wieder direkt aufkleben. Und die größeren, diese Sternknöpfe, die habe ich wieder mit Garn versehen. Habe dann wieder Faden durchgezogen durch beide Löcher, sodass die Fäden vorne rausgucken und vorne doppelt geknotet.
und das, was überbleibt, die Endstücke einfach mit der Schere wegschneiden. Auf der Rückseite wieder mit Kleber das Ganze versehen und auf eure Karte aufdrücken. Da ist noch ein Knopf, der noch ein bisschen Faden braucht. Auch wieder vorne doppelt knoten, die Endstücke mit der Schere wegschneiden und das Ganze mit Flüssigkleber wieder ankleben. Und unsere letzte Karte. Es fällt einem auch nicht gerade leicht, sich zu entscheiden, vor allem wenn die Auswahl so schön groß ist. Aber ja, so habt ihr mindestens die Möglichkeit zu wählen. Also man hätte auch natürlich nur ein paar Knöpfe machen können, so viel wie man tatsächlich auf der Karte benutzt oder sich tatsächlich nur für einen Knopf pro Karte entscheiden. Ich weiß nicht, also wenn ich einmal im Prozess bin, irgendwas kurbeln oder vorbereiten, dann neige ich dazu doch ein bisschen zu übertreiben. Aber wie gesagt, ich schmeiße ja nichts weg, das wird dann in meine Schublade mit den Stanzelementen wandern und das wird dann irgendwann wieder rausgekramt und wird dann auf irgendeine Karte enden. Manchmal ist es auch so, ich habe Zeit, möchte basteln, aber ich möchte nicht ein ganzes Projekt von vorne bis Ende durchziehen. Manchmal setze ich mich hin und koloriere einfach und manchmal kurbel ich. Und ja, das kann manchmal dann halt auch sich über Stunden ziehen. Hier für die letzte Karte habe ich mich für ein goldenes Garn entschieden. Ich hatte satt, mit dem dicken Band rumzuhantieren und das ist halt ein sehr, sehr feines Häkelgarn, metallisch. Und das lässt sich halt viel leichter durch diese kleinen Löchlein durchziehen. Auch wieder Doppelknoten vorne und die Endstücke vom Garn wegschneiden. Und ja, tatsächlich, das, was ich wegschneide, schmeiße ich dann auch am Ende weg. Ich weiß ja ungefähr, wie viel Fadenlänge ich brauche. Ich brauche aber auch ein bisschen längere Fäden, damit ich das Ganze auch noch knoten kann. Deswegen da nicht zu sparsam mit umgehen, aber auch nicht übertreiben. Man muss keinen Meter abschneiden für einen kleinen Knopf. Hier auch der letzte. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, meine Güte, ihr seid echt nicht ohne. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich auch für alle oder bei allen, die meine Videos schauen, die einen Daumen nach oben hinterlassen, einen Kommentar schreiben. Das macht meinen Kanal aufmerksam für andere. Und ja, ich habe Spaß dabei, euch diese Videos zu zeigen, zu synchronisieren und wie auch immer. Und ja, ich werde es auch nach Zeit und Lust tatsächlich auch weiter fortsetzen. Ja, ich kann nichts versprechen. Manchmal ist das Leben dann doch ein bisschen anders und ja, das private Leben geht dann tatsächlich vor. Und ja, ich habe auch zwischendurch Phasen, wo ich einfach keine Lust habe, die Kamera einzuschalten oder ich muss ein Projekt in relativ kurzer Zeit fertig machen und da läuft halt die Kamera oft nicht mit. Ich denke mal, auch im Sommer wird das weniger, weil ich halt auch gerne auf der Terrasse bastle und da kann ich, ich könnte schon, aber ich möchte dann nicht meine Kamera noch fixieren und das Ganze aufnehmen. Und ich denke mal, auch mit der Belichtung wird das ein kleineres Problemchen. Im Zimmer habe ich da ein bisschen mehr Kontrolle. Ich habe mich entschieden, kleine Schmucksteine noch ergänzend aufzukleben. Das hier auf dem Band ist vom Action. Das kam als Bordüre quasi
Das heißt, die sind eigentlich alle auf einer Klebeschicht versehen und sollen als Bordüre aufgeklebt werden. Ich persönlich finde das zu viel, deswegen löse ich mir mal von dem Kleber immer einzelne Schmucksteine ab und benutze die dann auf meinen Karten. Ich glaube, die sind ungefähr 3 mm im Durchmesser und ich habe ganz, ganz feine 2 mm Steinchen, die sind silbrig. Die passen aber sehr gut zu diesen, ich sag mal, klaren, transparenten Schmucksteinen, weil die ja auch so eine silberne Folie hinter sitzen haben. Und die fixiere ich dann mit Flüssigkleber. Das heißt, ich mache mal so ein Tröpfchen an die Stelle, wo ich gerne den Schmuckstein setzen möchte, hebe den Schmuckstein mit meiner Wachsspitze auf und kann dann halt den Schmuckstein da platzieren, wo ich den haben möchte. Und je feiner und kleiner die Steinchen sind, desto mehr könnt ihr auf euren Karten setzen, ohne dass das Ganze halt überladen wirkt oder nicht harmonisch. Und ja, ich bin kein Fan von großen Steinen, muss ich ja sagen. Also wenn ich große Elemente habe, verstecke ich irgendwie zur Hälfte, weil ich meine, ich habe auch viele Sets vom Action, wo dann verschiedene große Schmucksteine drauf sind und manche sind so groß, das sind 5 oder 6 Millimeter, wo ich dann denke, schwierig, aber man kann sich halt behelfen und viel davon kann man halt nicht benutzen. Und mit den ganz feinen, kleinen Schmucksteinen kann ich mich komplett austoben und ja, ich mag das einfach. Falls es einen interessiert, ich habe die 2 mm Steine tatsächlich bei AliExpress gefunden und ihr könnt nach Gems suchen, 2 mm dahinter setzen und ganz wichtig, lest euch die Beschreibung durch, guckt euch die Bilder dazu an, damit ihr euch nicht vergreift. Mit dem weißen Gelstift setze ich noch ein paar Highlights, die Äuglein und ich glaube die Näschen. Ja, und dann sind wir durch und alle drei Karten sind fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, vielen Dank fürs Durchhalten. Es ist wirklich ein langes Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.